Ich bin ja ein Fan von Multitools und dieses Multitool hier, das ist von SOG und nennt sich Q2. Da ist ein Messer drin und eine Taschenlampe und noch irgendwas, aber wenn du wissen willst, was das kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Du weißt, wenn du mich schon öfter gesehen hast, dass ich ein absoluter Multitool-Fanatiker bin. Normalerweise stehe ich auf Leatherman, aber ein Zuschauer hat mir letzten Sommer dieses Teil hier zugeschickt und hat gesagt, test es mal und schau es dir mal an. Und ja, das habe ich gemacht und finde leider erst jetzt Zeit, den Review dazu zu machen. Das Ganze funktioniert so, du hast hier so einen Stab, ist doch relativ groß, relativ robust auch, also da gibt es überhaupt nichts. Ich habe das in einer Tasche mitgehabt, in einer EDC-Tasche, alles okay, ist auch relativ schwer, dazu komme ich auch noch. Dann ist hier ein Messer verbaut, da gibt es da diesen Druckknopf, da drückst du drauf und dadurch geht die Verriegelung auf. Hier sind so kleine Zahnrädchen, schau her, und dann geht es auf und dann hast du das Messer hier, das dazugehörige Griff, und mit dem kann man dann arbeiten, was wir dann auch noch tun. Hier ist in der Klinge eine kleine Öffnung, die ist, glaube ich, dazu da, um das Messer zu verriegeln oder diese Klappe zu verriegeln, und dann geht das auch nicht auf. Also ist zumindest bei mir noch nicht passiert. Es gibt hier so einen kleinen Clip, und hier oben ist auch schon die nächste Funktion. Da gibt es einen Kapselheber, damit man die Bierflasche oder die Colaflasche aufmachen kann, und einen Schlitzschraubenzieher oder sonst irgendwas. Das ist nicht verriegelt, das heißt, das geht auf und zu. Dann da oben ist ein Loch, das man irgendwo in ein kleines, weiß ich nicht, Bandal ranmachen kann. Und das ist jetzt eigentlich sehr viel wichtiger, eine 70 Lumen Taschenlampe, die durchaus durchaus brauchbar ist. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, macht die Nacht zum Tag, das nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, das ist unbrauchbar. Das Ganze wird betrieben mit einer AA-Batterie, ja, da, so, kann man dazu machen. Da ist dann auch da noch so ein Gummiring sozusagen, ein O-Ring, der eine gewisse Wasserdichtheit, sagen wir das jetzt mal so, schafft. Wie geht die Lampe? Also du musst das einmal so weit zuschrauben, dass das nicht von alleine runtergeht. Das ist auch ein kleiner Nachteil, da komme ich gleich dazu. Und du drehst es so lang nach hinten, bis dann eben die Lampe sich einschalten lässt. Es geht eben über den Kontakt. Also da gibt es keinen Schalter, was natürlich auch vorteilhaft ist, weil da kann nichts kaputt werden. Der Nachteil bei dieser Geschichte, und das ist bei all diesen Lampen, die über dieses System funktionieren, wenn du das lang irgendwo herum hast und nicht angreifst und sich immer wieder bewegt und vielleicht noch am Schlüsselbund, dann wird mit der Zeit diese Schraube locker und dann macht es irgendwann einmal, das ist bei dem nicht so schlimm, aber dann fällt das irgendwann runter. Wenn du dir anschaust, die Windungen sind doch relativ hochgezogen, das dauert relativ lang, also das ist wirklich auch gut gemacht. Ich meine, ich habe bei SOG ja auch schon einmal so mein blaues Wunder erlebt, nämlich mit der Eisenfichte. Da gebe ich dir den Link, ich hoffe, ich finde das Video mit der Eisenfichte mit SOG, das war nicht so cool, aber ja, so kann die Sache funktionieren. Dieses Q2 ist natürlich ein nettes Teil, aber ich stelle mir persönlich die Frage, was hat das für einen Sinn? Ich mag Multifunktionalität. Ich mag Multifunktionalität, also wenn ich ein Ding habe, das ich für mehrere Dinge verwenden kann, also für mehrere Anwendungsbereiche verwenden kann, das habe ich schon oft erklärt, will ich jetzt nicht wiederholen. Und ich habe hier ein Messer, mit dem ich mir meine Semmel aufschneiden kann, das Brötchen, Käse schneiden kann, Jause, das Paket aufmachen kann, irgendwas ein bisschen schnitzen, also es ist auch durchaus, es ist so ein V-Anschliff, also fällt mir jetzt nicht ein, mir fällt es nicht ein, ein Flachschliff, genau, dass ich es rauskriege, liegt auch nicht in der Hand, da gibt es überhaupt nichts, ja, ist okay, ist auf jeden Fall in Ordnung, ja? So, das da oben mit dem Schraubenzieher und so, jo, genau, der Clip ist okay, und die Taschenlampe ist auch okay, nur es überzeugt mich nicht, das heißt nicht, dass es schlecht ist, bitte. Aber mich überzeugt es nicht, weil es ja doch einiges an Gewicht hat. Ich gebe da unten, billige Eigenwerbung, natürlich einen Link nicht in meinen Shop, weil ich habe das nicht im Programm, sondern auf Amazon, schaut das an, da sind alle technischen Daten. Und dann wirst du erkennen, dass es doch relativ schwer ist. Und da stelle ich mir dann die Frage, ob es nicht gescheiter wäre, zumindest sehe ich das so, eine kleine Taschenlampe mitzuführen. Da gibt es ja unterschiedliche, ich habe ja auch schon viele Videos dazu gemacht. Ja. Eine kleine, vielleicht noch performantere Taschenlampe, die mehr Leistung hat und kleiner ist, ja, mitzuführen. Und ein kleines Messer. Da habe ich auch vor kurzem was vorgestellt, das Hack zum Beispiel, das ich da jetzt aktuell mit dabei habe. Ganz ein kleines, unscheinbares Messer und gut ist. Weil die Funktionalität da, die brauche ich nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn.
mein Teil ist es nicht, obwohl es multifunktional ist. Es ist mir zu schwer, es ist mir zu klobig für das, was es kann. Aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Es ist gut verarbeitet, da gibt es überhaupt nichts. Und ich weiß nicht, wer es mir zugeschickt hat. Aber ich danke dir recht herzlich. Und wenn du mir eine E-Mail schickst, noch einmal, weil ich finde es einfach nicht mehr, dann kriegst du ein Buchset von mir kostenlos zugeschickt. Da sage ich danke auf jeden Fall. Das war's. Bevor jetzt der Sturm kommt und der Wind hier im Buschkraftareal, gebe ich da auch billige Eigenwerbung den Link auf waldurlaub.at. Schau da mal vorbei. Und Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Ich sag danke und ein paar andere Videos und ein Abo und ciao.